Tag gesagt. Moin, ihr Nocken. Rolf, wo sind wir heute? Wir sind heute im Herzen von Deutschland in Wanfried. Auf einem wunderschönen Parcours. Wunderschön, bei bestem Wetter. Ja, und der Nisa da hinten, Gesundheit. Ist die Truppe, mit der wir unterwegs sind. Die habt ihr bestimmt schon so ein bisschen gesehen. Wenn nicht, die tauchen auch nochmal in dem Video auf. Nette Menschen. Und vor allem freuen wir uns sehr, dass die uns eingeladen haben. Ja. Wir sind nämlich hier, weil sich der Jens bei uns, bei Rolf gemeldet hat. Genau. Und ja, es geht. Mario, der ist ja auch mit bei und da gibt es aber dann noch mehr extra zu sehen. Ganz genau. Und naja, wir nehmen euch ein bisschen mit durch den Parcours, zeigen euch so ein paar Stellen hier und ja. wir haben Spaß. Große Parcoursrunde. Oder kleine Parcoursrunde. Okay. Ja, ihr habt es gerade eben gesehen. Mit uns unterwegs heute hier ist der Mario von Centerpoint Bogensport. Mario, sag mal, wie viele Stationen haben wir eigentlich hier in dem Parcours, wenn wir jetzt die große Runde laufen? 32 Stationen haben wir hier. 32. Und die kleine hätte dann? Muss ich antworten? Ich weiß es nicht. Also ihr seht schon, der Mario geht immer nur. Der Mario geht immer nur die große Runde. Oh, guck mal hier, schönes Bild. Jens hat gerade gesagt, das müsste man ausrichten. Ja, noch mit dabei ist der Jens. Dann die Antje. Und gerade da vorne im Anker steht der Thorsten. Den haben wir jetzt etwas nervös gemacht wahrscheinlich. Ach, verdammt. Und dann haben wir hier noch Wilfried, Winibald, Snöfried mit dabei. Wahrscheinlich norwegische Wurzeln. Norwegische Wurzeln. Nee, ich glaube, Papa ist Kohle. Kohle? Kohle und Mutter ist Frank. Das war jetzt die Kamera, die war jetzt an. So, jetzt gucken wir mal, was die Antje draus macht. So, Antje schießt übrigens den stärksten Bogen hier in der Runde. Ich habe irgendwas gehört von 125 Pfund auf den Fingern. Genau. Ich muss mich richtig anstrengen. Ja. Da siehst du. Schießt runter. Mit so viel Pfund. Ja, sind ja hier auch ungefähr jetzt 130 Meter, oder? 130 würde ich schätzen. Könnt ihr bestimmt sehen, Erdmännchen stehen da hinten. Ich darf nicht reden, wenn ich am Flock stehe. Ja, sehr schön. Arsch geht immer, genau. So, Mario ist der Mann, der immer nur einen Pfeil mit im Parcours hat. Der schießt damit sogar Dreifachhunter. Mit einem Pfeil. Ganz souverän, ja, also hallo. So, Jens, der quasi verantwortlich ist für das Treffen hier heute. Das Besondere an Jens ist, der nimmt den Bogen immer in die falsche Hand. Der macht das aber mit links. Ja. Das lag jetzt daran, er hatte den schnellen Pfeil, den mit den schwarz-gelben Federn. Schön. Falls ihr mal mit dem Jens unterwegs sein solltet, denkt dran, der bricht gerne mal fremde Pfeile ab, ja, um sich die Konkurrenz so aus dem Weg zu räumen. So, Rolf? Ja.
Was habt ihr gesagt? 140 Meter waren die. 140 Meter, genau. Das wird nicht so einfach. Erdmännchen. Nicht die Böcke. Mhm. Doch 130. Doch nur 130, ja. Ja, klar. Die müssten mir schon korrekt gewährt haben. Ja, ich habe einfach noch nicht getroffen. Drunter. Drin. Ja. Gesundheit. Danke. Ja, schön, ins Horn. Super, ganz ja. Toll. So, jetzt wollen wir mal gucken, was Herr Andreas hier fabriziert. Ja, jetzt sind hier Ecke mit der großen Klappe wieder. So, mal kicken, wa? Große Klappe, kurzer Pfeil. Nehme ich den kurzen Pfeil. Ich nehme einen etwas längeren Pfeil. So, wie war das? Leitfeder zeigt immer zum Schützen? Ja, 145 Meter, denk dran. Ja. So gut, Rolf? Ja, ne. Ja. Wie hast du vorhin gemacht? Kann nicht, oder? Da so hast du gemacht, oder? Rehbock? Rehbock. Komm, wir gehen gucken. Das ist nicht realistisch, oder? Ich meine, das spiegelt in keiner Art und Weise meine normalen Leistungen wieder. Dann macht der einmal die Kamera wieder an und dann ist das hier gleich wieder Center. Naja, fast. Ja, also ich habe auch hier Center geschossen, das seht ihr ganz eindeutig. Centerhorn. Also Andreas, 15, ne? Ja, ja. Centerpoint quasi. In Wahnfried gibt es ein bewegtes Ziel. Normalerweise hätte man eins außen vor gelassen. Aber der hier, der Rolf, ja, der muss unbedingt den Kadaver schießen. Ja, das müssen wir doch mitnehmen. Guck mal, da oben hängt das. Könnt ihr das sehen? Hm, ja. Und der Mario schießt mit. Und wo schießt ihr denn hin? Zwischen welchem Bereich? Den Baum. Also hier, das ist zwischen den Gatten. Okay. Okay. Fertig. Und los. Schweinfeld. Schwein. Oh. Ja. Die waren beide kräftig. Deswegen mögen wir bewegte Ziele. Ja, fantastisch. Hat Spaß gemacht, oder? Schießt ihr noch ein? Ja. Oh, hast du gesehen, beinahe den Pfeil von Mario abgebrochen. Hier übrigens alles noch Handarbeit, ne? Soll ich mal rüberschwenken? Ja, schwenken. Die Plätze, fertig, stark. Und ihr habt gesehen. Oh! Also ich habe es jetzt ein bisschen langsamer für euch gemacht. Ich habe den Strick andersrum aufgerollt. Die Antje hat es jetzt etwas langsamer. Du musst ja vorbeischießen, um ihn die Foto zu lassen. Ja! Also wir haben jetzt mehrere Sachen. Tut weh. Also der extra langsamer. Der Rolf hat jetzt getroffen, weil Antje hat extra langsamer gemacht und Mario hat mit Absicht vorbeigeschossen. Es fühlt sich Rolf, glaube ich, nicht so gut. Ja, also ihr merkt schon, bei uns ist es so, dass wenn wir einen Kill treffen, das ist was Besonderes. Deswegen müssen wir jetzt auch filmen. Hier, guckt. Filme ich überhaupt das Richtige? Ohne Brille sehe ich ja nicht. Doch, hier, bewegt sich. Das ist übrigens ein Rennschwein, erkennt man daran, es ist tiefer gelegt. Ja. Gerade im hinteren Bereich, die Hinterachse, die ist wirklich eingefahren. Vorne Bremsanker. So. Schluss mit Quatsch, sagst du, ja? Weiter geht's, komm. Weiter geht's. Wir machen jetzt wieder ernst. Was mich jetzt persönlich ein bisschen irritiert ist, wir haben an den Flöcken und an den Stationen nirgendwo eine Zahl. Bewusst. Das haben wir am Anfang gemacht, jahrelang. Und dann haben wir festgestellt, umso häufiger wir umstellen, umso häufiger rennen wir durch einen kompletten Parcours und müssen sämtliche Zahlen austauschen. Ja. Wenn wir ein Tier dazwischen bringen oder mal eins wegnehmen oder irgend sowas, dann stimmt ja alles nicht mehr. Genau. Und der Aufwand, der war mir irgendwann dann zu heftig, da ich ein Ein-Mann-Betrieb bin. Kann man nachvollziehen. Alles klar. Jetzt kommen wir in den... Einen Rhinosaurus Taurus. Einen Rhinosaurus? Guck mal, der Mario, was ist es denn?
ein Gummitier, das gleich bei dem Fell hat. Hm. Und vor allem, der hat Eier. Hier fühlt sich jemand wohl. Guck. Ach, das ist schön. Oh ja. Oh, wie schön. Komm mal mit. Wenn ich wieder vernünftig hochkommen würde, würde ich das euch zur Freude tun. Wenn ihr mich dann zu zweit hochzerren müsst, nee, das bringt mir keine Punkte. Wie gut seid ihr im Schneiden? Ich habe auch keinen Kill, aber ich habe einen Körper mit dem ersten Pfeil. Ungeschnitten. Ja, guck. Ja. Der Mario wollte nur etwas länger auf der Kamera sein, deswegen hat er den ersten etwas tiefer gesetzt. Und zum Glück ist dieses Ziel nicht bewegt, ne, weil ich brauche das ja mal ein bisschen langsamer, ja, wie wir gerade gelernt haben. Rolf, so. Ich bin mir ganz sicher, hättest du die Antje vorher lieb gefragt, die wäre nach vorne gegangen, hätte das Tier ein bisschen gedrückt, dass der Kill nach unten kommt. So. Das innere Mantra sagt, es ist kein Fuchs. Was ist mit Manta? Manta. Manta essen wir heute an. Kuschelfeile? Ich denke so. So, wer hat noch mal? Wer will nicht mehr? Ich war gerade besser als der Mario. So, kicken wir uns das mal an. Sieht schön aus. Nee, das wechseln bitte. So, nachdem wir hier, der Rolf und ich, also Rolf noch nicht, aber ich habe hier jämmerlich quasi versagt, ich habe hier drei Pfeile geschossen, habe ich die Info gekriegt von dem Mario, ich hätte auch noch die andere Katze schießen dürfen, weil hier ist nicht so dieser Zwang, drei Pfeile schießen und weitergehen. Mario sagt nämlich, wie läuft es bei euch? Ihr habt eine Tageskarte. Ihr könnt den Parcours auch zweimal gehen oder dreimal, wenn ihr es denn überhaupt schafft. Mhm. Wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt alle Viecher schießen, dann haben wir hier kein Problem damit. Fairerweise muss man sagen, dass wir relativ günstig an die Tiere kommen. Ja. Also. Wo ich dich gerade schon vor der Kamera habe, Mario, wie ist es eigentlich mit den Bogenklassen? Dürfen hier alle schießen? Alle Bogenklassen, außer Armbrust. Wir haben eine Weile Armbrust zugelassen. Haben uns dann aber belehren lassen müssen, dass es vom Gesetzgeber ja doch sehr, sehr reglementiert wird und auch nicht erlaubt ist in Wirklichkeit. Haben es dann verboten, aber Compound haben wir kein Problem mit. Klasse, super. Also wisst ihr Bescheid. Ihr dürft alles schießen hier, außer Armbrust. Und ich habe den Lux getroffen. Ja, so, Rolf, mit welchem Pfeil möchtest du denn treffen? Ich möchte mit diesem treffen. Ist das der erste? Das ist mein erster Pfeil, aber ich weiß auch noch nicht, was ich treffe. Einen Backstop. Ja, ja, endlich mal, oder? So, ja, jetzt? Ja, gerade bei Rehen und Hirschen, da schießt Rolf grundsätzlich mit dem ersten ins Backstop, um das zu testen. Stimmt's? Keiner jubelt. Keiner freut sich. Jubelt und freut sich. Oh. So, der Herr des Hauses. Jetzt aber. Ja, Mario. Zeig uns, wo der Center ist. Jawohl, da hat der Backstop seinen. Kann man kennen, dass der daneben war? Kann man. Man kann es nicht erkennen. Hey, Treffer! Backstop! Die Reaktion auf euch. Jawohl! Center! Ja, alle zu kurz, aber gut gruppiert. Okay. Die stecken dich dann dicht dahin. Jo, wenn du jetzt gut bist, Mario, den dritten bitte zu den anderen beiden. Ja. Dann bist du unser Champion. Naja. Challenge leider nicht bestanden. So,
Thorsten. Mhm. Ja. Ja, so geht es. T-Shirt ausziehen bitte. So, jetzt Jens, wir nehmen zuerst den schwarz-gelben. Den trifft er immer. Habt ihr gesehen? Also ich guck hier. Wie wär's? Übrigens nicht Jens, der da so hechelt. Ja. Nee, ist jetzt nicht Jens. Gleich aber. Und der dritte auch noch daneben hier. Schön. Da muss er. Genau. Leider erst im dritten. Durch. Durch. Wir sind durch. So, soll ich die Kamera mitlaufen lassen oder ja, gucken wir uns das nicht an? Ja, hat die Beine. Und auch der Mario, ganz klasse. Ja. Letzte Station in Wanfried. Und hier haben wir wieder den Hasen da hinten stehen oder sitzen, der mit dem Grün zwischen den Vorderläufen. Da interessiert mich mal jetzt eure Meinung. Wie ist denn das? Dann nehmen wir mal an, du triffst jetzt bei diesem Hasen oben mit Grün. Nix. Grün ist grün, da war okay. Ist abgezeichnet, ne? Leider. Ja, wir hatten jetzt auch schon oft die Meinung, da hieß es, der Hase sitzt im Gras. Ich schieße den durch das Gras locker durch und treffe den irgendwo am. Kann man sagen, kann man machen. Aber wir, vorhin haben wir den Maler, haben wir auch schon darüber gesprochen. Ja. Der Unterschied zwischen Kill und Null ist ungefähr ein Zentimeter. Ja. Und der eine Zentimeter, der macht es einfach. Und dann ist es eben so. Dann ist es so. Aus meiner Sicht der Dinge zählen sowieso nur die Ringe vom Kill. Ja. Und alles andere rundum ist Bonus. Ah, war der gut oder war der gut? Das kann ich super schneiden. Das werde ich dann jedes Mal vor den Sequenzen bringen, wo, da, wo er daneben schießt. Der mit Grün. Der mit Grün ist Bonus. Okay. Haben wir 300 gepackt? 300 geschafft? 300 schaffst du leicht. 400 ist das Ziel. Also den haben wir jetzt noch nicht dabei, aber du bist. Ich hab's gesehen, ist ein Abpraller gewesen, zählt. Ohr. Ohr. Ein schwacher Treffer, aber. War ein schöner Ohrtreffer. Es sollte ein Piercing werden. Ja. Welcher Pfeil liegt denn da so viel, ja? Der von Antje, das war der Ohrtreffer. Ja. Ich hab Zeugen. Genau vorm Kill. Vielleicht. Ja, vielleicht tut es mir gleich leid. Hast du jetzt den Pfeil getroffen? Fast. Ja. Fast. Durchs Gefieder habe ich geschossen. So, damit ihr seht, was hier überhaupt los ist. Der liegt auf meinem Pfeil auf, oder? Keine Ahnung. Ja, klar. Ich habe nicht gesehen, ja. Welchen Hasen. Ja, da musst du auch hin. Einfach kurz über die Feder. Oh! Wow. War das durch die Feder? Nee, alles gut. Liegt an, ist wunderbar. Guter Mann, das macht man sich gemacht. So. Jetzt wollen wir unser Spektakel natürlich auch angucken. Wie gesagt, das letzte Ziel in Wanfried. Ey, da hat der Andreas ein schönes Kill geschossen.